Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry Primal. So, was haben wir denn hier jetzt? Wir haben jetzt hier, eigentlich ist es unser Dorf hier, ne? Jetzt aktuell, das mein Dorf, wo wir uns immer wieder zurück in Sicherheit wiegen können. So, wir haben da aber auch eine Kiste. Ja, Rotfell. Wildschwein. So, ich muss mir gleich nochmal alles abchecken. Was ist das denn? Oh, geil! Na, das ist schon mal sehr geil eigentlich, ne? So, das ist, okay, ja, dann. Hauptsache, es wird nicht so schnell nachts, Freunde. So, pass auf. Die Keule muss immer da sein. Wir hatten hier schon mal ein paar Kannibalen gehabt. Möchte ich eigentlich so gar nicht sagen, die als Kannibalen so abstempeln. Ich möchte sie lieber als dem Stammnamen bezeichnen, aber mir fällt da gerade nicht ein. Kommt bestimmt noch. Ja, Grafik ist gerade noch mittelmäßig eingestellt. So, So, Beutetasche. Wir sind ziemlich voll. Wir könnten noch ein paar Kräuter mitnehmen. Südpurpurblatt. Nordgelblatt. Seltenes Nordgelblatt. Und wir haben hier Bienenschwarm. Was können wir damit anstellen? Stachelbaum. Oh. Sehr gut. Handwerksmenü. Ja, yeah, geil. Dankeschön. 1 von 5. So, Schilf, Nord, Zeder. Okay. Aber wie mache ich Pfeile? Was ist das denn? Oh, okay. Aha. Okay, aber super. Jetzt müssen wir eigentlich noch so einen Schwerthalter machen, ne? Schwerthalter hier, Speerhalter. Naja, kommt Zeit, kommt Rat. Zwei Speere. Probieren wir direkt mal aus. Oh, 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 oh nein, ist das Sünde. Oh. Sollten wir nicht den Speer wieder haben? Wie das gezappelt hat. Sünde einfach. Ja, nützt ja nichts. Sollten da noch irgendwelche Spackos rumlaufen? Ich muss mich erstmal alles so an diese Geräusche gewöhnen. Ich kann damit immer noch nichts so anfangen. Manchmal hören sich so einige Ziegen an wie Ureinwohner. Ja, ich muss mich echt dran gewöhnen. Ich würde gerne einzelne Pfeile herstellen können. Was ist da los? Wie mache ich das? Und wir brauchen Federn. Und ich denke mal nicht, dass ich so einen Vogel irgendwie niederkloppen kann. Sondern ich muss da wahrscheinlich eine Fernkampfwaffe benutzen. Bleiben die Leute, die ich schon erledigt habe, tot? Was natürlich super praktisch wäre. Den Büdel hängt am Baum. Ich glaube, ich könnte die Grafik doch wieder auf hochstellen. Ich probiere es einmal ganz kurz auf. Ich probiere es mal auf.
So, optional. So, und jetzt Grafik. Und jetzt gehen wir mal. Nee. Gehen wir auf hoch. So, das ist ja genau. Nee, warte mal, wir gehen mal auf angepasst. Da war nämlich alles ziemlich hoch. Ja, sieht schon ein bisschen anders aus tatsächlich. Aber es laggt auch tatsächlich ein bisschen mehr, ne? Die haben auch gar keine Angst, ne, die Ziegen hier. Okay, sie können auch unter Wasser bellen. Das sind tauchende Hunde. Genau, da müssen wir auch hin. Und das sind definitiv Feinde. Ein Rudel. Vier Hunde. Was auch immer die gerade gesehen haben. Okay. Geronimo! Direkt auf dem Felsen. Das sieht geil aus. Das sieht ja mal mega geil aus, einfach. Ein Hund in der Nähe. Wie sie lachen. Was war das? Was ist das hier? Ah, das sind Kadaver. Oh, oh, oh. War wohl deins, wa? Entschuldigung. Wusste ich nicht. Ich wollte dich an dich knüppeln. Deswegen habe ich die 2 gedrückt. Drück die 2. Okay, nicht so wichtig. Drück die 2 dann ein andermal, wenn du Lust hast. Ich habe noch die Knüppel da. Ach. Mein Bogen. Alter, die Grafik da unten, das ist der Wahnsinn einfach. Was heute so geht einfach, ne? Oh, das sind direkt noch mehr. Halt die Schnauze! Eine Eule zähmen. Hauptsache zähmen. Gehen wir da hoch. Na. Ja. Keine so wunderbare Idee. Na, geht doch. Okay. Was macht man hier? Oh,
Es wird dunkel, glaube ich, tatsächlich. Wir müssen uns ein bisschen vorsehen, liebe Freunde. Sonst kommen die wilden Biester in der Nacht. Und hier soll es ja auch bekanntlich Bären und Wölfe geben. Nacht, ja, wir haben es erwartet. Da ist ein Tab hier, oh süß. Scheiße, wir haben es Nacht tatsächlich. Ich hätte mich doch lieber irgendwie ein bisschen gechillt hingelegt. So, wie weit ist denn das eigentlich, wo wir hin müssen? Gar nicht mal so nah. wir sollten uns doch lieber wieder in Richtung Heimat begeben. Das wird ein bisschen a little bit dangerous. Oh, sehr hell. Die Jagd beginnt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass euer Scheiß ernst sein soll. Oh, wie der brennt. Nein, der darf doch nicht brennen. Es hört auch nicht mehr auf zu brennen oder so, ne? Es muss erstmal weiter brennen. Och, Sünde. Der arm Schlappohr. Da kann ich aber auch nichts looten irgendwie. Doch, jetzt. Das sind aber noch mehr. Genau hier. Oh, Wölfe. Direkt mal Wölfe gleich. Sollte eigentlich auch brennen jetzt. Haben wir nicht einen Haken? Aber ich dachte, ich wiege mich mal ein bisschen in Sicherheit, wo ich den Wolf auch wahrscheinlich sehen kann. Warte mal hier einen Augenblick. Da unten ist direkt auch mal ein Wolf. Drei Pfeile, das lohnt sich nicht. Auch für uns anguckt, Alter. Oha. Wie direkt mal alles gleich knurrt und surrt. Wenn wir in der Nähe sind, weil kein Feuer mehr da ist, weil sie uns angreifen könnten. Das Rudel ist in der Nähe. Ich kann sie schon sehen. Zwei Tiere. Sie sind gierig. Und das Tier dann doch nicht erlegt, ne? Okay, es sind nur Wölfe. Ich würde mich echt mal freuen, so einen Wolf zähmen zu können. Aber es sind noch mehr in der Nähe. Ja, ich sehe sie.
gar nicht wegbewegen, Freunde. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht bereit. Oh mein Gott. Jetzt sind es Hunde, die sich versuchen, an den Hirsch zu laben. Und da oben fällt auch schon ein Opfertier runter. Gefressen von dem Wolf da hinten. Ja, sie greifen sich gegenseitig an die Tiere, ohne Furcht. Die Keule anzünden und los geht's, oder was? Weit sind wir schon gekommen, aber es sind auch sehr viele Raubtiere unterwegs. Und der Weg ist noch sehr, sehr weit. Sehr, sehr weit. Okay. Das sind wahrscheinlich dann da, wo sich Gegner aufhalten werden. Sehr interessant, das zu wissen. Gar nicht mal weit weg von hier. Ich versuche es. Das ist kein Fehler, aber. Na, da ist nichts Tier. Feuermann, komm, Feuermann! Die Nacht ging schnell rum. Was ich gar nicht mehr so schlecht finde. Oh, das ist ein ganzes Rudel von Wölfen. Habe ich keine Keule mehr? Ey, Keule, habe ich keine Keule! Was soll das denn? Die ist komplett weggebrannt, oder was? Scheißdreck. Wenn ich nichts mehr habe, dann bin ich nackig, oder was? Na, dann mal los. Dann müssen wir gleich nochmal das hier sammeln. Was brauchen wir noch dafür? Was? Warum? Auf. So. Leuchtfeuer. Schalte Gegner in der Nähe aus und entfache das. Löschfeuer, Stamm zu erobern. Eine große Verständigung. Sehr gut, okay. Das ist ja so diese typische Far Cry-Manier, ne? So ab dem zweiten Teil. Da muss man immer irgendwelche Kontrollpunkte ausschalten. Sehr großes Leuchtfeuer.
mal rumpirschen. Aber es sieht so super unbewohnt aus, ne? Hinter mir. Wölfe. Macht dann fast gar nicht nervös. Aber ich glaube, das ist ein Vogel, der mich herumkreist, richtig? Keine Gegner? Ich habe so ein strategisches Spiel daraus gemacht, aber hier ist nichts, ne? Die Musik, ey. Was nun, was kann ich das jetzt hier anzünden? Aha, jetzt greift der unheimliche Gegner an. Ach so, okay, doch nicht. Sehr gut. Was Warte mal, du kannst aus dem in deinen Dorf schnell reisen, um Hütten zu errichten oder zu verbessern. Okay. Super cool. Super, super cool. So, Freunde. Fähigkeiten, was ist das? Pflanzenentdeckung, Pflanzen und Unikarte. Gelände aufdecken. Heilen im Sprint. Primitive Heilung. Okay. Da bist du was, ja. So, Beutetasche. Dorf. Ich hätte gerne davon noch mehr herstellen können, weil ja offensichtlich fehlt mir das jetzt auch, ne? Das sieht aus wie Floki hier. So, Freunde, eine Eroberung hat stattgefunden, ohne Widerstand. Und wir nehmen dieses Geschenk mal so an und ja, wie es in der nächsten Folge weitergeht, das erfahrt ihr dann. Also schaltet doch dann wieder rein. Bis dahin, ciao!